Hey Leute und willkommen zurück zu The Forest. Und ja, ihr merkt schon, ich bin hier oben direkt weiter nach der letzten Folge, weil ich ja natürlich nicht will, dass hier unser ganzes Holz verschwindet, was wir so mühsam gehackt haben und hier runter befördert haben mit einer wunderbaren Technik. Und es geht natürlich direkt weiter hier schön produktiv unsere Holzhütte weiterbauen und erstmal husten da drauf. Diesmal natürlich Timer gestellt, damit wir wieder keinen komischen Zwischenfall da haben. Ja, und direkt geht's weiter hier Holz hacken. Natürlich. Ich will die Holzhütte so schnell wie möglich fertig kriegen. Zack. Ich sehe da unten links, dass das Holz irgendwie hochrollt, aber es sollte ja gleich runter, oder? Oder bleibt es da liegen? Selbst dann wäre es nicht schlimm. Da würde ich es wiederfinden. So, wir machen uns hier richtig daran, den Wald zu roden. Zack. Zack. Perfekt. 68 Baumstämme brauchen wir noch. Direkt der nächste Baum hinterher. Danach... Was? Ach so, ein Vogel. Und danach bauen wir erstmal weiter. Uns kommt hier irgendwie auch kein Ureinwohner besuchen. Ich weiß, ich habe sie schon mal schreien gehört. Und natürlich, als wir auf Erforschungsstelle in Folge 18 waren, das alles nicht gespeichert wurde, also vorletzte Folge. Deswegen weiß ich das noch so gut. Da sind wir auch welchen begegnet, die uns dann auch direkt mal auf die Fresse geben wollten. Gut. Ja, die müssen wir natürlich alle hier runterschmeißen. Die müssten wir doch hier runterschmeißen. Ne, hier werden die im Wasser gelandet. Das wäre nicht so geil. Ach komm, dann schmeißen wir sie auch hier runter. Zack. Eins, zwei. Und ciao. Wir nehmen mal hier kurz unsere Axt und erstmal ein paar Blätter uns hier, aber vor allem hier die Stöcker. Das ist ein Stein. Gut, can't carry any more sticks. Hier habe ich eben noch einen Baumstamm gesehen, genau. Und ciao. Und jetzt, ach, den kann ich eigentlich direkt. Ah ne, ich hole erstmal die da. Die da hole ich zuerst. So, die schmeißen wir hier auch noch runter. Go fight. Du auch. Und dich nehme ich auf die Hand. Oha, was ist denn hier los, Leute? Dann mache ich erst das hier nämlich als Thumbnail. Schmeiß ich kurz hin. So, wunderschön. Hier, Torben, ne? Du weißt Bescheid. Das musst du hinterher screenshotten. Gut, los geht's. Wir fangen an zu bauen. Sein, das Haus wird fertig. Ne, ich glaube, ich nehme das trotzdem als Screenshot hier. Weil sowas sieht man nicht alle Tage. So viel Holz auf einen Haufen. Na, gehst du wohl. So, dann setzen wir mal hier unsere Sticks ein, weil ich meine, wir können die ja eh. Also es macht ja mehr Sinn, die hier eben überall hinzusetzen, als immer vollen Rucksack mit Stöckern zu nehmen, mitzunehmen. Nee, ist doch so. Die Fackel brennt immer noch, die brennen ja echt ewig. Das ist ja ziemlich geil. Muss ich sagen. So, ja, komm. Es geht weiter. Wir müssen unser Haus bauen. Wir brauchen ja nur noch ganz, ganz wenige. Na. Mach das mal weiter. Zack. Na. Hier haben wir noch eine Falle hingesetzt bei sich.
Erinnere ich gerade, denke ich gerade wieder dran. Können wir hinterher mal machen, aber jetzt will ich erstmal das Haus bauen. Ich meine, da kommt eh keiner mehr hier hinten durch. In unseren Hochsicherheitstrakt. Hoffe ich. Unser Hasenstall, den können wir noch zu nichts gebrauchen, weil wir keine Hasen mit eingesperrt haben. Ich verstehe das Prinzip von dem Hasenstall nicht so richtig. Aber macht ja nichts. Wir haben ja genug Essen. Hoffe ich. So. Na. Ach, da liegt auch noch ein Baumstamm. Okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Ja. Genau, wie ich letzte Folge schon erzählt habe, versuche ich jetzt einfach möglichst viel Sachen zu rendern und so. Und ja, bald so, wenn es nur noch 2 Wochen sind, dann werde ich krass vorproduzieren für die Herbstferien, für die eine Woche, damit jeden Tag 2 Videos rauskommen. Vielleicht, je nachdem, wenn ich diese kleine How-to-Build-Serie da mache, vielleicht sogar 3, aber 2 werde ich auf jeden Fall schaffen. Also versuchen zu schaffen. Will ich schaffen, sagen wir es so. Damit ihr jeden Tag die tägliche Dosis Minecraft Season 2 und oder PvP und The Forest habt. Das muss ja sein, Leute. Unsere beiden Hauptprojekte. Moment. Na, gehst du wohl hier durch? So, weiter geht's. Wenn ihr natürlich neue Vorschläge für Projekte habt, teilt uns die gerne in den Kommentaren mit. Ja, genau. Also wir haben jetzt schon wieder ein neues Projekt. Was das ist, sage ich euch nicht. Ich bin ein ziemlich gemeiner Junge. Sonst nimmt euch das den Spaß, wenn ihr es dann hinterher seht. Es ist auf jeden Fall mit einem anderen YouTuber noch zusammen. Und ja, wartet es einfach ab, würde ich mal sagen. Also wir haben noch viel in Planung gerade wieder. Das wird auf jeden Fall richtig cool, wovon ich gerade geredet habe. Es wird auch ein Hauptprojekt. Das wird wahrscheinlich The Forest ablösen. Es sei denn, ihr wünscht euch das unbedingt, dass ich The Forest weitermache. Aber das denke ich nicht so. Hallo? Wollte schon sagen, konnte ich gerade keine Baumstämme mehr aufnehmen. Was soll das denn? Also ich denke, das wird euch dann mehr Spaß machen als The Forest. Wird natürlich auch mit Facecam, so wie jedes Projekt von mir, neues. Von Tobi und Flori weiß ich noch nicht genau, also ich werde mal mit ihnen drüber reden. Leute. Mal gucken, was ich da reißen kann. Weil ich finde einfach mit Facecam ist das noch cooler so. Also wenn auch, finde ich cooler, dass ich jetzt Videos mit Facecam mache. Ich denke, ihr auch, weil ihr dann auch einfach seht, wie ich gerade aussehe, was ich gerade hier drum mache. Joa. Zack. Und auf jeden Fall bei The Forest oder bei anderen Horrorspielen, wo man sich halt auch erschreckt. Ich erschrecke mich natürlich nie. Bei Minecraft ist es natürlich auch ein ganz cooles Gadget. Habe ich ja auch reingehauen. Also, wisst ihr vielleicht, wenn ihr auch Minecraft guckt? Ich wollte schon sagen, The Minecraft. Also ist auf jeden Fall eine Empfehlung, auch Minecraft zu gucken und nicht nur The Forest hier. Falls ihr das tut. Na. Ja, ne, 3 brauche ich jetzt nicht direkt. So viel kann noch nicht mal hier der Typ tragen. Moment, der Typ? War es eine Frau? Ich weiß es nicht mehr. Nein, war ein Mann, oder? Also es sieht zumindest ziemlich nach Mann aus. So. Mein Gott, noch 50 Holzstämme brauchen wir. Das braucht echt viel, dieses Haus. Ey. Aber es ist auf jeden Fall machbar.
Geht doch ganz gut klar, würde ich sagen. Ich denke, so in der nächsten Folge könnten wir es hinkriegen. In dieser glaube ich jetzt einfach mal noch nicht. Das wäre natürlich übelst geil. Boah, ich habe gerade kurz in meinem Kopf einen Herzinfarkt bekommen. Weil ich wieder Angst davor hatte, dass wir jetzt, wenn wir da drauf springen, auf die Holzstämme in die Luft katapultiert werden. Aber das ist zum Glück nicht passiert. Hier laufen Hasen rum, hier laufen Leguan rum in meiner Base. Und die Fackeln brennen einfach immer noch. Das, der Vogel sitzt einfach in der Luft. Ja, weh, ihr löst meine Falle aus, Kollege. Warum habe ich jetzt meine Axt? Ach so, genau, weil ich hier den Lego an mir holen wollte. Aber jetzt ist der natürlich weg. Hier hätte es auch anders sein können. Och, Menno. Braucht doch gleich wieder was zu essen. Oh, da ist einer. Meiner. Rüstung wird natürlich auch angezogen. Und natürlich auch direkt weitergebaut. So wie das muss. Dum-di-dum. Diesmal werden wir hier lange wohnen, Leute, habe ich mir gerade vorgenommen. Es wird auch richtig cool hier, dieses kleine Lager hier. Weißt du, an so einer offenen Fläche, wo wir keine Angst haben müssen, dass irgendwo welche runterkommen oder so. Ich glaube, das wird echt cool. Darauf gehen wir erstmal pennen. Ja, so hell ist, sind die Fackeln jetzt gerade nicht. Egal. Hungry Fan Thumping Tweet. Machen wir über die Nacht hier. Also nicht über die Nacht, aber damit wir über die Nacht was zu essen haben. So, sorry, falls ich gerade wieder ein bisschen weiter unten war. Ich brauche echt da einen zweiten Bildschirm. Klickt so viele Werbung an, dass ich mir einen kaufen kann. Los, 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 los. Ah. Wie jetzt mal. Komm, werd fertig. Ich esse dich sonst roh. Gut, schlafen. Sehr schön. Und weiter geht's. 46 Baumstämme brauchen wir noch. Wenn man mal überlegt, wie viele wir sonst so gebraucht haben, ist das immer noch ziemlich viel. Aber wir haben die Hälfte geschafft, Leute. Also schon mehr, nee, nicht mehr als die Hälfte. Etwas weniger als die Hälfte. Aber wir haben schon mal fast die Hälfte. Und das ist doch schon mal ziemlich gut. Weil das ging wieder ziemlich schnell, weil wir einfach richtig krass produktiv sind, Leute. So. Ja, ja. Da drinnen können wir ja schlafen. Und mit einem kleinen Trick kommt er noch nicht mal mehr in Ureinwohner rein, obwohl wir den Trick eigentlich gar nicht brauchen. Aber den wenden wir natürlich trotzdem an. Damit wir einfach obersicher sind vor den Viechern. Und dann sterben wir wahrscheinlich wieder irgendwann an einem Bug. Aber ich denke, dass wir es hier lange schaffen können. Ohne Flare Gun. Ich glaube, die wurde rausgenommen. Weil ich habe die ja nicht mehr auf den Schiffen gefunden. Die gibt es nur noch unten in der Höhle. Finde ich auf jeden Fall gut, wenn die rausgenommen sein sollte. Weil das war ja ein krasser Bug. Ich habe die selbst benutzt, ich weiß. Und das tut mir im Nachhinein auch ein bisschen leid, aber ich meine, wir sind ja eh. Also die Welt wurde dann ja eh nicht mehr geladen. Und damit hat sich das Thema für mich auch erledigt. So, der bleibt noch hier. Wir holen jetzt erstmal wieder neu. Na, I. Nein, das ist nur ein Baumstamm. Ach, da sind noch zwei ja dann. Dann können wir die aber noch erst anbauen. An unserem schönen Haus. Dum, dum, dum. Rinn hier. Und drin da. Gut. Sehr geil, Leute. Wie lange haben wir noch? Nebenbei hier mal nachgucken. Auf dem Handy. 5 Minuten. Ah, fuck. Ups. Schade.
dass es dann schon wieder vorbei ist. Ich hätte mir jetzt noch ein bisschen mehr Zeit gewünscht hier. Damit wir so schnell wie möglich mit dem Haus fertig werden. Das wäre ziemlich geil geworden. Ziemlich geil gewesen. Zack. Ich versuche noch so viel wie möglich zu schaffen in der Zeit. Ja, die fliegen natürlich genau in die falsche Richtung. Der fliegt nach da, könnte klappen, muss aber nicht. So wie ich mein, so viel Glück wie ich habe, wird es nicht klappen. Ja, schade. Egal. Wir haben gut was geschafft, Leute, wieder in unserem Haus. Das kann man auf jeden Fall so sagen. 38 Stück brauchen wir noch. Jetzt haben wir mehr als die Hälfte. Ja, von Anfang 82 finde ich das ziemlich gut. Gerade hatten wir auch schon mehr als die Hälfte, als wir 40 hatten, natürlich. Komm her. Ach nee, bleib erstmal da unten, falls ich da oben... Also hier, da muss ich hier mehrere nehmen, damit die nicht so weit wegrollen. Gut. Hier liegen ja noch ein paar. Können wir vielleicht noch ein bisschen was dran bauen. Vielleicht schaffen wir noch die 30 zu knacken in der Folge hier. Sonst machen wir es in der nächsten Folge. Ich denke, dann könnten wir jetzt schaffen, das fertig zu kriegen. Wenn wir Glück haben. Wir sind jetzt schon am Dach. Kann das? Keine Ahnung. Noch 36 brauchen wir, also ist noch ein Stück. Ich denke, wir schaffen es in der übernächsten Folge, das Haus fertig zu bauen. Würde ich jetzt mal tippen. Hä? Warum bin ich so hässlich dreckig? Bin ich durch Matsch gelaufen oder was? Soll ja in der Wildnis gut sein, gegen Insekten und so, ne? Also da könnt ihr mir jetzt nichts vorwerfen. So, weiter geht's. Runter. Und die nächsten zwei. Und direkt nochmal los rein und noch vielleicht zwei holen. Bevor der Timer hier die Aufnahme zerstört. Raus. Hier haben wir einen, den lasse ich erstmal da liegen. Na, wo ist hier einer? Komm. Koffer, ja, ja. Das sind giftige. Ne, hier ist tatsächlich keiner mehr. Das heißt, wir schnappen uns noch schnell den da unten. Doch, da oben liegt noch einer. Sehr gut. Dann haben wir es auch alles so ungefähr genau geschafft hier. Also alle Baumstämme wieder aufgebraucht. Ja. Dann kann ich ruhig auch erstmal das Spiel beenden und soll ich das Spiel beenden? Nee, komm, ich nehme direkt danach noch weiter auf. Weil dann brauche ich auch nicht mehr zu rendern. What? Dann kann ich die ganze Zeit durchrendern und brauche nicht mehr aufzunehmen. So. So, wie lange haben wir noch? Komm, zeig's mir. Zeig's mir, Baby. Let me see. Wir haben noch 42 Sekunden. Dafür lohnt sich, keinen neuen Baum mehr zu fällen. Können wir mal hier unsere Fackeln wieder anmachen. So. Können wir auch nochmal anmachen hier. Und wir setzen uns... Wir waschen uns einmal die Hände. So. Und setzen uns gemütlich auf unsere Bank und gucken. Aufs Meer. Gucken auf unser Lager. Können wir weiter nicht sehen, aber macht ja nichts. Wir gucken aufs Meer. Genießen diese wunderschöne Landschaft hier. Aus Wasser ist die Landschaft. Dann hier die Klippen und der Timer. Gut.
Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch eine positive Bewertung da. Und abonniert bitte. Abonniert. Ja, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein, ciao.